Jojo, meine Leute, herzlich willkommen zu einem neuen weiteren Let's Play von OMSI 2. Vor gut einer Woche, oder mehr als einer Woche jetzt, ist ein kurzes oder kleines Kronen-Event erschienen auf Bad Hülsdorf. Und zwar kann man jetzt einmal Shuttleverkehr fahren vom Hauptbahnhof zum Altstadtforum, alter Bahnhof. Wir fahren direkt vom Betriebshof los, vom Altstadtforum zum Bahnhof, also im Prinzip zurück die Strecke. Genau, unterwegs sind wir mit dem alten Symbolbus, mit der Östra Hannover Repaint oder Lackierung. Fand ich ganz cool. Schon abwechslungsreich, mal was anderes. Genau, würde ich sagen, schwingen wir uns rein. Ist eigentlich schon alles soweit abfahrbereit. Wir schildern das hier mal schnell, da wir Park and Ride fahren. Machen wir das jetzt einfach mal so hier. Suchen wir uns mal schnell das hier raus. Wo denn das hier ist? Wir fahren nur Fahrplan, weil... Ja, weil es lohnt halt einfach nicht immer dann dieses dämliche hin und her gewechsle. Also, nicht gewechsle, aber... Es macht einfach keinen Sinn, weil wir die Zeit eh nicht einhalten können. Wenn hier Stau ist, macht das einfach keinen Sinn, sage ich jetzt mal. Ja... Wir müssen das einfach nochmal schnell finden jetzt hier. Jetzt haben wir's. So, wir fahren nämlich zum Hauptbahnhof. Genau, haben wir es eigentlich geschildert. Genau. Würde ich sagen, Abfahrt. Ich hatte vorhin schon mal versucht gestartet, ein Video, aber es hat leider hat sich um sich verabschiedet. Ja, Düsung hier mal nach rechts. Und hier eigentlich... Ne, da vorne nach links. Ja, kann sein, dass hier leider Performance-Probleme sind, weil wir halt hier mit den Innenstadt gespawnt sind. Aber mein Gott, ist das halt leider so. Ja, der Bus ist wahnhaft gesagt, es ist eine Gurke. Also, weiß ich nicht, es ist halt total träge, die Karre. Aber egal. Für den Shuttleverkehr reicht die Bude nochmal. So, ziehen wir gleich direkt raus, wenn der hier durch ist. Abfahrt. Ja, ansonsten was gibt's zu erzählen? Es kam wieder zwei Wochen kein Video. Zeit war ein bisschen begrenzt, aber naja. Dafür kommt heute ein Video, wir haben heute Samstag, den 27. Mai 2023, ja. Also heute erscheint das Video noch. Ja, nicht wundern, warum wir so viele Traktoren rumfahren. Wir haben auch noch nebenbei her eine Traktor-Demo. Deswegen müssen wir diesen Shuttleverkehr fahren. Ja, ganz coole Angelegenheit. Ist auf jeden Fall eine schöne Abwechslung. Und genau. Er fährt da auch? Achso. Ja, Vorfahrt beachten, wie wir hier sehen. Ja, ich dachte mir, fahr einfach mal den Bus, weil den sind wir wirklich noch gar nicht im Let's Play gefahren. Den kriegt man so auch gar nicht mehr eigentlich. Also ich wüsste nicht, wo man den downloaden könnte. Deswegen, ich fand den eigentlich ganz cool. Außer bei Symbol selber, denke ich, gibt es das bestimmt noch alles. Ja, genau. So, da vorne sind wir auch schon gleich da. Fahren wir jetzt nämlich da geradeaus rein. Da vorne steht auch schon der andere. Aber stehen wir am Bordstein noch was? Nee.
Hat nämlich gerade eben so komisch gelenkt. Ja, was das hier so soll, das weiß ich nicht. aber egal. Hat man nicht gesehen. So, Abfahrt. Ja, für alle, die das natürlich auch fahren wollen, ich schreibe es einfach nochmal in die Beschreibung rein. Das Ganze spielt auf das Datum 21.05.2023. Da kann man den ganzen Tag das hier fahren. Genau. Ich bekomme mir jetzt halt ein bisschen vor. So, dann können wir auch schon. So, sehen wir, rechts ist auch schon eine Menge los hier. Ja, lohnt sich auf jeden Fall, ne? Genau. So, haben wir alle drinnen? Gleich. So, Abfahrt. Los geht's. Also ich weiß halt auch noch nicht, ob das Gewicht in OMSI simuliert wird von den Menschen. Ja, ich habe das Gefühl, ja. Wir kommen halt gefühlt gar nicht vom Fleck. Oh, ist er rot. Ja. Die Strecke an sich ist auch eigentlich ganz einfach, weil es geht eigentlich gefühlt nur fast geradeaus. Jetzt fahren wir dann da nach dieser Kreuzung eigentlich nach links, dann nach rechts und ja, sind wir auch eigentlich schon bald am Bahnhof, sage ich jetzt mal. Ja. Das dazu. Oh, wir können. Oh Junge, da heizt es auch durch mit so einem Tracker. Junge, Junge, Junge. Ja, wir halten dann nochmal am Schweigroter Platz. Da steigen auch nochmal Leute ein und aus. Genau. Ja, wir bleiben jetzt einfach links, weil wir eh gleich links müssen. Normalerweise fährt man eigentlich rechts, aber... Ja. Ja, ich hoffe, dass YouTube das irgendwie in 60 FPS rüberbringt, weil... Ja, teilweise ist die Performance echt grauenhaft hier. Ja.
Ja, das ist ja ein ganz cooler Bus eigentlich, sage ich mal, ein ganz cooles Fahrzeug. Macht an sich Spaß zu fahren. Ja. Ja, hier wird doch die Performance schon besser. Wie gesagt, wir fahren nur eigentlich zwei Haltestellen an, das heißt vom Eichelforum zum Schweigroder Platz, vom Schweigroder Platz zum Hauptbahnhof. Genau, hier halten wir zum Beispiel auch gar nicht, auch wenn jemand drückt, halten wir auch da nicht. Genau. So, jetzt wird es von der Performance her wirklich besser. Ja. Ja, eine grüne Welle. Ja, das Coole ist halt, man kann das Ganze den ganzen Tag fahren. Ne? Hoch, runter, hoch, runter. Dann gibt es auch auf einem anderen Datum auch noch einen Shuttle-Verkehr. Da müsst ihr auch nochmal gucken, was genau das war. Ich verlinke euch einfach erstmal das hier, den 21.05. Ja, genau. Und wichtig ist auf 2023. Ne? Sondern schon andere wieder entgegen. Ist schon eine coole Sache, ne? Also muss man sagen. So, da vorne kommt Schweigroter Platz. Aufpassen, dass man nicht am Bordstein aufsetzt, wenn man mit Kollision fährt. Obwohl, mit dem MAN geht es tatsächlich ganz gut. Weil letztes Mal bin ich, glaube ich, mit dem Citaro gefahren, mit dem C2. Und da hat es ordentlich gerumpelt in der Karre. Das war schon echt wild. So Abfahrt. Aber wir müssen noch kurz warten, bis unsere Busampel auf gerade zeigt. Genau. Und das müsste jetzt gleich sein. Oh
komm, ja, alles klar, anscheinend geht die Busampel nicht, das ist natürlich auch super geil. Deswegen fahre ich jetzt hier. Hätten wir uns auch das Warten sparen können. Ah, naja. Jo, was macht er denn? So, da sind wir jetzt auch am Bahnhof, wir halten dann an der 5, glaube ich. Wenn ich alles täuscht. Genau. Wir lassen jetzt aber hier an der 6 raus. Würde ich sagen, wenn euch das Let's Play gefallen hat, lasst da gerne ein Abo da und einen Daumen oben. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.